können nirgends hin. Sie sind nie hier draußen gewesen. Wir schon. Wir wollten nicht weit weg. Nur ein wenig aus der Stadt heraus, bis die Aufregung nachlässt. Und ihr habt einfach das Feuer eröffnet. Lasst ihr uns gehen, wenn wir anhalten? Ich muss sie verhaften und vor Gericht bringen. Ihnen sind die Anklagepunkte bewusst, nicht wahr? Fahnenflucht. Hochverrat. Soll das ein verdammter Scherz sein? Ich? Ein Verräter? Sagen Sie mir, was hatten Sie mit dem Zug vor, hä? Nur eine Sprinttour? Nein, darauf gibt es nur eine Antwort. Sie wurden gekauft und flüchten zurück zu Ihren Auftraggebern. Das Urteil ist also bereits gefällt. Es wird nicht einmal eine Gerichtsverhandlung geben. Lassen Sie die Scheiße. Was haben Sie da? Karten? Verteidigungspläne? Wollten Sie sich mit Ihrem Leben einen Ruhestand am Meer erkaufen? Sie verdammter Krüppel! Pläne? Hochverrat? Seit Jahren haben wir euch geholfen, ohne Fragen zu stellen. Wir haben unser Blut dafür vergossen. Sie haben Verrat begangen. Sie haben uns vernichtet und Sie... Ich bin mein ganzes Leben Soldat gewesen. Mein Leben habe ich meinem Volk und meinem Land gewidmet. Aber ich will verdammt sein, wenn ich es an Parasiten wie euch vergeude. Ihr kommt näher. Einheit 13 in Bereitschaft. So, damit erstmal herzliches Willkommen zu Metro Exodus. Sie kommt zurück. Die Zeit ist rum, Oberst Miller. Wir werden langsamer, aber die Bremsen von diesem Ding sind hinüber. Keine Sorge, Herr Oberst. Meine Leute werden Ihnen damit schon helfen. Auf mein Zeichen! Ich zähle bis... Und kann ja nichts sagen. Deine Tochter, ihr werdet alle nicht wie Deserteure behandelt, sondern wie tollwütige Hunde. Eine Kugel für jeden von euch. Dich erschieße ich verwütet. So, dann machen wir das mal Feierabend. So, sind wir jetzt hier durch oder was? Ich habe bewusst. Komm. Aber zumindest haben wir es scheinbar geschafft. Irgendwie diesen Zug zu stoppen. Oh oh. Na komm, elf ja. Sauber. Oh mein Gott, das Jan, Gott sei Dank geht es dir gut. Puh, wir sind raus. Jetzt sind wir nicht nur Verräter, sondern auch noch waschechte Saboteure. Na, ob das so gut ist?
Wir haben 100 Kilometer von Moskau entfernt angehalten, um unsere Geigerzähler abzulesen. Erstaunlicherweise sind sie alle im grünen Bereich, als hätten sie sich gegen uns verschworen. Trotzdem beeindruckt mich diese Nachricht nicht besonders. Die anderen sind ganz verwirrt, was sie nun tun sollen, aber ich warte nur auf Antworten. Und hoffe, dass der Kommandant, dem ich bis vor kurzem ausdrücklich vertraut hatte, sehr überzeugende Erklärungen hat. Ja. Gott sei Dank habe ich jetzt geschafft. Warum die Trauer? Wir sind an einem kritischen Punkt angekommen. Und wir alle fragen uns einfach, wie es jetzt weitergehen soll. Ja, das dachte ich mir fast. Aber ihr habt wohl schon kapiert, wie die Dinge stehen. Funktioniert dein Zähler denn? Hast du mal nachgeschaut? Ja, alles im grünen Bereich. Hab's zweimal überprüft. Stepans Zähler zeigt auch grün. Wir brauchen hier keine Masken. Also, haben Sie die Wahrheit gesagt? Wer hat die Wahrheit gesagt? Warum antwortest du nicht? Wer waren diese Leute, die uns umbringen wollten? Warum sollten sie auf dich, den Kommandeur des Ordens, schießen? Erklär uns das wenigstens. Das schuldest du uns. Naja, dann kann ich die Bombe auch genauso gut gleich platzen lassen. Der Krieg ist nicht vorbei. Was soll das heißen, er ist nicht vorbei? Lass mich ausreden. Die meisten Städte wurden zerstört. Der Rest des Landes ist vermutlich unter feindlicher Besatzung. Um Atomangriffe gegen uns zu vermeiden, hat das Kommando die einzige Möglichkeit gewählt. Sich totstellen. Um Funkstille zu gewährleisten, wurde das Schildsystem aufgebaut. Ein Netzwerk aus Störsendern, das Moskau und die Vororte abschirmt. Damit ein paar Hobbyfunker mit ihrem Gewinsel keine weiteren Bomben provozieren. Und einige dieser Störsender wurden von den hier Anwesenden ausgeschaltet. Hättest du das nicht vorher sagen können? Zum Beispiel, bevor Artyom mit dem Funkgerät nach draußen ging und all die Strahlung abbekam? Nein, ich wurde erst vor einem halben Jahr ins Bild gesetzt. Unter der Prämisse, sprichst du, stirbst du. Daher musste ich meinen Leuten sagen, wir hätten eine Wetterstation zu sichern. Herr Oberst, bei allem Respekt, wenn wir nicht zurück können, sollten wir vielleicht nach vorne blicken? Ich habe da eine Idee, aber... Artyom, anstatt mit dieser stummen Missbilligung weiterzumachen, solltest du lieber die Funkfrequenzen überprüfen. Wir müssten jetzt außerhalb des Bereichs der Störgeräte sein. Also probier es mal. Suche nach Funksprüchen von der Arche. Verstehst du jetzt, warum wir in den Augen des Kommandos Verräter sind? Wir haben einen Störsender ausgeschaltet, die Wache erschossen, einen Patrouillenzug zerstört und sind aus Moskau geflüchtet. Wer braucht schon eine Verhandlung, wenn der Fall so klar ist? Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Was bedeutet, dass wir nach vorne durchstarten müssen? Kommando, wovon redest du denn da? Das Moskauer Verteidigungskommando. Hast du jemals von den unsichtbaren Beobachtern gehört? Ja, aber das ist doch nur eine Legende. Ganz und gar nicht. Sie sind das Kommando. Bist du sicher, dass sie sich nicht Hallo? Um deine Sicherheit kümmern? Du hattest die Arche. Warte einen Moment, was war das? Hört mal alle hier. Von hier sollte also etwa so verlaufen. Das ist unser Ziel. Und ist es das, was du im Sinn hattest? Ja! Das Projekt Arche ist eine ganze Stadt im Untergrund. Riesige Lager, Maschinen, die besten Experten. Es ist das Hauptquartier des Oberbefehlshabers. Alle Führungskräfte des Landes sind dort. Sie haben bereits mit dem Wiederaufbau begonnen. Wir werden ihnen sagen, dass Moskau noch lebt. Es war nicht alles umsonst. Alles wird sich ändern. Alles, verstehst du? Ein neues Leben beginnt.
für alle Überlebenden des Krieges. Zumindest eine positive Nachricht. Gut reagiert. Ich finde, der Moment schreit geradezu nach... Schenk ein, Daniel. Was soll ich einschenken, Herr Oberst? Das Zeug, das in deiner Feldflasche herumschwappt. Meinst du, ich wäre taub, oder was? Ah, das. Ach, für einen Moment dachte ich, meine Ohren täuschen mich. Die Reise zum Ural ist nicht gerade kurz. Daher sollten wir es uns wohl gemütlich machen. Wie wär's? Sollen wir diesem Schrotthaufen einen Namen geben? Hat aber auch Zeit. Lass sie uns Anna nennen und gut ist. Ach, fort zur Hölle. Beelzebub. Noch besser. Ach, komm schon. Wie wäre es mit Aurora, die römische Göttin der Morgenröte und dieser Kreuzer, ihr wisst schon was. Schon besser. Nicht schlecht. Gefällt mir. Ein schöner Name. Klingt ganz gut. Aber was für ein Kreuzer. Sag ich dir später. Dann ist das wohl beschlossen. Trinken wir auf die Aurora. Eine weitere Trophäe. Lass uns mal einen Blick auf die Karte werfen. In Ordnung. Eine Runde hatten wir. Das sollte reichen. Jermark, Volldampf voraus. Jawohl. Volldampf voraus. Was für eine Strecke. Ich frage mich, wie lange das dauert. Egal, wir fahren dorthin. Wie geht's dir, Anja? So. Dann setzen wir unsere Reise fort. Nach dieser langen Zeit im Untergrund ist die Luft an der Oberfläche unglaublich frisch und berauschend. Aber das war es nicht, was unsere Euphorie angefeuert hat. Unsere Reise hat endlich einen Sinn bekommen. Durch einen Funkspruch des Regierungsbunkers im Ural. Seit 20 Jahren haben wir gedacht, dass weder die Regierung noch das Oberkommando des Militärs überlebt haben. Und jetzt stellt sich heraus, dass es sie noch gibt. Wo waren sie, während wir uns in der Metro gegenseitig bei lebendigem Leibe gefressen haben? Sobald wir Yamantau erreichen, werden wir ihnen eine Menge Fragen zu stellen haben, sofern wir dort ankommen. Laut Miller sind die Ruinen unseres Landes unter Kontrolle des Feindes und wir werden uns zu unserem Ziel durchkämpfen müssen. Ein kleines Team gegen eine Besatzungsmacht. Wie stehen die Chancen, dass wir gewinnen? Dass wir Antworten bekommen? Ja. Krieg ich's jetzt? Ja, kriege ich keine. Oder lädt hier gerade komplett nach? Ich hätte nur eine Weile geladen. Ich dachte, wir müssen nochmal. Na gut. Hast du dir schon was abgefroren, Schatz? Hier, bitte. Das sollte dich etwas aufwärmen. Was glaubst du, wie hoch unsere Chancen stehen, Yamantau Leben zu erreichen? Hoffentlich ziemlich hoch. Das ist das Einzige, woran mein Vater denkt. Wie ihm vergeben werden könnte, wie er in die Metro und in sein altes Leben zurückkommt.
Das Leben, vor dem du immer weggelaufen bist. Der Gedanke daran, dass ich dir nie geglaubt habe. Und jetzt blicke ich auf diesen Nebel, hinter dem sich womöglich unser neues Leben verbirgt. Übrigens müssten wir bald an der Brücke ankommen. Verdammt! Ein Lagerfeuer! Menschen! Da sind Menschen! Sofort bremsen! Oh oh. Schüsse! Vier Personen auf einer Draisine! Alle Mann auf dem Führerstand melden! Beeilung! Du solltest besser zum Führerstand gehen! Bin doch schon unterwegs. Alles klar bei dir, Artyom? Ja, ja. Die haben einen Zylinder durchlöchert! Ist das schlimm? Können wir weiterfahren? Nein, wir hängen fest! Oh, Scheiße! Verdammter Nebel! Anscheinend haben wir eine Sperre durchbrochen. Wer war das? Uniformierte dabei? Keine. Wir hatten nur Lumpen an. Nur ein paar alte Säcke. Alte Säcke, hm? Das war nur ein Außenposten. Hätte jeder sein können. Sogar Frauen und Kinder. Glauben Sie wirklich, dass wir sie gefunden haben, Oberst? Tja, sicher können wir nicht sein. Ich dachte, wir würden viel früher auf sie treffen. Diese Draisine ist unterwegs zur Brücke. Da gibt es Befestigungen. Das sieht friedlich aus. Ein Dorf mit Kirche auf dem Wasser. Wir brauchen Informationen. Hier, Artyom. Ich habe auf der Karte eine Stelle markiert. Begib dich dorthin und finde alles über die Brücke heraus. Ein Gefangener wäre ideal. Anna, du gibst dem Feuerschutz. Jawohl. Kann ich auch mit Artyom gehen? Zur Unterstützung? Nein. Bis wir unsere Lage kennen, entfernst du dich keinen Schritt von der Aurora. Die beiden kommen sehr gut alleine klar. Yermak. Wie lange brauchst du, um die Aurora wieder zum Laufen zu bringen? Das weiß ich noch nicht. Ich muss mir den Zylinder ansehen. Aber einen Tag mindestens. Verstehe. Dann an die Arbeit. Spartaner, mach die Aurora auf bereit geht's, für die Verteidigung. Stepa, Damir, sichert den Umkreis. Jawohl, Duke. Du kundschaftest die unmittelbare Umgebung. Idiot, du gibst ihm von der Aurora aus Feuerschutz. Jawohl. Sam und Alyosha, ihr bleibt in Reserve. Jawohl. Na dann auf. So, kann ich jetzt hier. Nicht mehr vertrauenswürdig? Das würde ich dir schon sagen. Schluss mit dem Gerede. So, kann ich hier wie raus? Artyom, vergiss deinen Rucksack nicht. Ein ganz neues Modell, eine tragbare Werkstatt sozusagen. Das Handbuch ist da schon drin. Es sind jedoch keine Materialien drin. Du musst dir also selbst welche suchen. Okay. Lass uns aufbrechen, Artyom. Seid nur vorsichtig da draußen. Gut, dann haben wir zumindest mal. Aber klar. Das war aber eine klapprige Barrikade. Und die Typen, tja, die sahen so gar nicht nach Soldaten aus. Nur alte Männer. Seid bloß vorsichtig da draußen. Denkt daran, ein Großteil des Landes wurde zerstört. Cool, ich kann jetzt mal ein paar meinen Spielstand mal speichern. War alles so runtergekommen hier. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Warum auch immer. Zumindest Teile noch geholt.
Okay, der erste Teil ist abgearbeitet. Brauchen Sie sowieso Munition auch irgendwie. Okay, vielleicht ist das die beste Idee. Aha, ein Boot. Da musst du immerhin nicht schwimmen. Vermutlich benutzen die hier fast nur Boote. Ja. Und ich würde mal... Ich klettere da hoch, während du das Boot zur Kirche nimmst. Ich rufe dich, wenn ich soweit bin. So, dann fahren wir mit dem Bildchen. Also, wie soll es zur Kirche? Danke. Oh. Ein paar nette kleine Tierchen. Ich muss jetzt mal hier rauskommen. Ich sehe Leute bei der Kirche. Anscheinend keiner bewaffnet. Wir nähern uns besser offen an. Nicht zuerst schießen, okay? Na gut. Komme ich hier irgendwie mal wieder raus? Ja, und ich komme hier nicht raus. Doch, jetzt komme ich raus. So. Okay, wir kommen nicht... Wir kommen nicht mit dem Fluss durch. Habe ich auch ein Boot oder so? Weiteres? Okay, das heißt, wir müssen also das Bildchen wieder nehmen. So, na gut, dann fahren wir da wieder raus. Die scheinen dem Wasser überleben zu können, die Viecher. Was auch. Oh, hallo. Bitte was? Auch schon wieder so eine Kacke. Komm einfach in den Tempel und sieh das Licht der Wahrheit. Wir sind friedliche Menschen. Der Herr ist Gnade, denn er enthüllt jede Tat und Versuchung der Identität und anderen Sünden des Feindes widersteht. Und jenen, die straucheln, bietet er die Erlösung. Sorry, aber die Kacke kann ich mir nicht anhören. Was für ein krankes Volk. Wo bin ich hier gelandet? Denn es ist sich seiner Torheit nicht bewusst.
Ich bin gerade unterwegs. Komm schon! Ja, ja, alles gut. Das ist der Mann, Mama. Der von dem Zug. Er ist hier, um uns zu retten. Ich glaube es kaum. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren. Wir sind auch nicht von hier. Silantius hat uns hier vor einem Jahr eingesperrt. Ja, die Brückenbewohner sprechen nicht einmal mit Ketzern. Aber ich werde euch alles sagen, was ich hier gesehen habe. Oh, das ist die Brückenwache. Silantius hat sie ebenso genaht wie die Bewohner hier. Die Brückenwache hat allerdings Waffen. Lauf, hier geht's lang. Und am Dock liegt ein Boot. Wir haben hier auch eins, aber es ist zu klein für uns drei. Na gut, dann würde ich sagen, wir hier mal feiern. Wir sind drin. Los, Nastja und ich können auch selbst zu eurem Zug kommen. Gut, dann würde ich sagen, trotzdem machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Metro Exodus.